Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und ich stehe hier bei Good Life Vans. Neue Firma, neue Idee, das müsst ihr euch angucken. Auf, mitkommen! Da stehen wir schon, mit dabei Tobias und der kennt sich damit aus. Der hat es erfunden, entwickelt und verkauft und der zeigt uns jetzt, worum es geht. Servus Tobi! Hallo, grüß dich! Wir haben ein Modul entwickelt, was universell in alle Busse eingesetzt werden kann, also VW T4, T5, T6, T6.1, aber auch in Fahrzeuge von Ford, Mercedes, Renault zum Beispiel. Das Modul kann komplett ohne Einbauspuren wieder entnommen werden und wir sind der einzige Hersteller, der es geschafft hat, in dieser Fahrzeugklasse ein 2 Meter auf 1,60 Meter Bett zu konstruieren, welches komplett mit Lattenrost und Tellerfedern über die komplette Fläche konzipiert ist. Wir haben obendrauf eine dreilagige Kaltschaumatratze, sodass wir hier ein richtiges Luxusbett haben. Was besonders spannend ist, ist, dass obwohl wir dieses große Bett drin haben, man nachts auf die Toilette kommt. Wir haben wahlweise die Porta-Potti oder die Trenntoilette. Man kommt auch nachts praktischerweise noch an den 42 Liter Kompressorkühlschrank. Und hinten ist Platz für das Reisegepäck, sodass man nachts auch bei dem 2 Meter auf 1,60 Meter Bett kompletten Zugriff auf die wichtigen Sachen hat. Wir sitzen jetzt im Innenraum, das ist das gleiche Modul, was wir eben in der Nachtposition gesehen haben. So sieht das Ganze am Tag aus. Wir haben hier die größte Wohnküche, die es im VW-Bus gibt. Vorne ein großer Tisch, der ist komplett frei schwenkbar, ist asymmetrisch positioniert, sodass der frei im Fahrzeug zu bewegen ist. Wenn ihr das Aufstelldach habt, können wir den auch in der Höhe verstellen. Eine große Ablagefläche, das große Spülbecken mit 15 cm Tiefe und hier haben wir unseren Kocher, sodass wir auch komplett bei geschlossenen Türen, bei schlechtem Wetter die Küche im Innenraum nutzen können. Wir können auch das komplette System bei schlechtem Wetter mit geschlossenen Türen bedienen. Wenn das Wetter gut ist, haben wir hier einen Heckauszug. Ja, und dann macht das natürlich umso mehr Spaß, wenn man den Kocher hier ausziehen kann und kann hier unter der Heckklappe sich schön was zu essen zubereiten. Für gutes Wetter haben wir auch hier unten die Heckdusche verbaut. Wir haben 3 Wasserkanister, 2x Frischwasser, insgesamt 24 Liter und 12 Liter Abwasser. Wenn man hier das Heckzelt noch montiert, hat man hier eine schöne Duschkabine. Auf der anderen Seite ist unsere Sitzbank. Unsere Sitzbank bietet zum einen entweder Stauraum oder wir haben hier einen Mechanismus verbaut, wo man das Ganze zusammenklappen kann. Denn eins von den tollen Aspekten von dem Modul ist, dass wir hier in diesem Innengang bis zu 2 Fahrräder positionieren können für die Fahrt. Wir haben einen eigenen Fahrradhalter, da arbeiten wir mit der Firma Bikeholder zusammen und die Fahrräder können ohne Demontage im Innenraum transportiert werden. Ich demonstriere hier noch mal kurz den Tisch und man sieht auch, wie man den ganzen Witter demontiert. Das ist hier im Prinzip ein Steckmechanismus. Wir arbeiten hier mit einem schwedischen Hersteller zusammen, von dem dieses System ursprünglich kommt. Und ich zeige euch auch gleich mal, wie stabil das Ganze ist. Ich weiß nicht, ob man das im Video gut sieht. Also das ist wirklich richtig Materialstärke und ein richtig massives Rohr, sodass wir auch bei diesem Tisch eine sehr hohe Stabilität haben. Bis zu 30 Kilo ist dieses Tischgestell belastbar. Während der Fahrt kann der Tisch entweder in dieser Position verbleiben, die wir eben gerade gesehen haben, oder alternativ wird er hinter dem Fahrersitz verstaut. Und damit ihr den Tisch hier so schnell verstauen könnt wie ich, gehört ein bisschen Übung dazu. Und dann kommt er hier rein. Und wir haben dann, upala, von innen hier, das ist vielleicht auch gleich mal interessant zu sehen, hier wird dann nochmal gesichert, der Tisch mit dieser Sicherungsschraube. Und wir haben hier den Sicherungskasten, da ist jeder Verbraucher einzeln abgesichert. Wir haben hier nochmal 2 USB-Ports mit USB-C-Anschluss, oben die Schwanenhalslampe, die man noch gerade nachts einschalten kann. Und hier unten, was vielleicht auch für euch interessant ist, ich habe ja vorhin erzählt, dass dieses Modul ohne Einbauspuren ein- und ausgebaut werden kann. Hier haben wir eine von 4 Rändelschrauben, wo unsere Bodenplatte in dem Fall in die Multivan-Sitzschiene befestigt ist. So, jetzt zeige ich euch, wie schnell das geht, wie man im Good Life Van das Bett macht. Ihr müsst nämlich nicht mehr tun, als einfach hier reinfassen, an diesem Hebel ziehen. Der Küchenblock fährt rüber, das Bett kommt runter. Wir haben hier oben kleine Klipse, mit der wir die Matratze sichern. Wir haben hier eine sogenannte Betterweiterung,
sodass wir wirklich die komplette Fläche mit Tellerfedern ausnutzen. Auf der Seite kommt was ganz Interessantes ins Spiel. Damit die Matratze im senkrechten Zustand nicht runterrutscht, haben wir hier einen Matratzenhalter. Und wenn ich an dem schiebe, dann gleitet der bündig ein. Hier bei diesem Fach, wenn ihr das öffnet, habt ihr die komplette Stauraumtiefe für eure Bettwäsche, Schlafsäcke, Kopfkissen. Ja, dann wird das ganze Bett eigentlich nur noch verriegelt. Und dann schiebt ihr die Matratze rüber, klappt die auf und habt das 1,60 Meter auf 2 Meter King-Size-Bett. Wir haben für diesen ganzen Dreh-Schwenkmechanismus zwei Patente angemeldet und haben für die Matratze ein drittes Patent angemeldet. Und das Geheimnis ist nämlich, dass die dreilagig aufgebaut ist und die oberste Schaumstoffschicht hier über diesen Knick durchläuft. Das heißt, wir haben quasi einen integrierten Topper. Wir haben also nicht nur über die komplette Bettfläche einen Lattenrost mit Tellerfedern, sondern auch eine homogene Fläche und haben insgesamt 8 cm Aufbau plus Lattenrost und Tellerfedern. Ja, das war jetzt eine Wahnsinnsvorstellung. Ich brauchte gar nichts sagen und komische Fragen stellen. Tobias hat das super erklärt. Und das letzte Gimmick, selbst im Liegen kann man noch Kaffee kochen, wenn man nämlich hinten aufmacht. Dafür muss aber natürlich das Fenster hinten auf sein, die Tür. Und dann gibt es Kaffee aus dem Bett. Der Knaller. Also das ist schon eine coole, innovative Lösung, um zu reisen. Ganz lieben Dank für die Vorstellung, Tobias. Sehr gerne, vielen Dank. Tja, und hier im Fahrradbetrieb auch noch Stauraum. Kann noch einer liegen. So, das war jetzt viel Theorie, sehr interessant, cooles Konzept. Und jetzt kommt der Praxistest mit zwei Mädels. Und Katja und Nadine, aka Nicole oder so, sind hier. Und machen jetzt mal den Liegetest auf diesem Riesenbett. Wie groß bist du? 1,72. Okay, ich bin 1,69. Da haben wir hier zwei große. Und, ist das bequem? Ja. Naja, mir ist wie immer zu hart. Ja, du bist keine Referenz. Brauche ich noch einen Topper. Hab ich aber jetzt im Bett drauf. Wie ist das mit der Freiheit mit dem Kopf? Okay, also wie im Nugget, würde ich sagen. Okay, also bekanntes Terrain. Reinklettern war okay. Ja, dann lassen wir euch mal schlafen hier und ziehen uns zurück. Spannendste Moment auf der Messe, aber ich bin da. Natürlich ziehen wir uns nicht zurück. Wir wollen natürlich gucken, wie sie hier liegen. Und ihr seht, die Füße hängen hier nicht drüber, sondern da ist noch massig Platz. Und wenn sie mir jetzt noch ein Bier bringen müssten, dann würde das auch noch funktionieren, denn sie kommen an den Kühlschrank. Was sind das denn jetzt für Macho-Allüren hier? Ja, also... Bier gibt's nicht. Ich muss mal weg. Also eigentlich müsstest du uns jetzt das Bier bringen, ne? Zwei Sitzriesen, hä? Sieht gut aus, kann man so machen, muss aber nicht sein. Aber man kann ja schnell wieder zurückbauen und dann bequemer sitzen. Rausgehen nacheinander und nicht zur gleichen Zeit, sonst wird's eng. Und jetzt gehen wir in einen anderen Van. Kann man da drin auch sitzen. So Mädels, jetzt mal rein und kocht uns was Leckeres zu essen. Ich soll kochen. Na, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wollt. Man kann nicht ganz aufrecht sitzen. Das stimmt. Also. Ja, das Kissen muss weg, dann geht das. Ja, wahrscheinlich. Was gibt's heute zu essen? Kalte Küche, Fenster auf. Oh, lecker. Das ist mein Lieblingsessen. Ja, bleibt die Küche kalt. Wir haben es geschafft, das Ding geöffnet. Jetzt kann es losgehen. Gas ist auch dabei. Wir hätten dir gerne was gekocht, Kai, aber keine Töpfe da. Oh Mann, ey. Ist nicht mein Tag heute, habe ich den Eindruck. So bleibt die Küche kalt. Scheibenkleister. Katja wäre bereit zum Schnibbeln, aber es ist immer noch kein Gemüse dabei. Messer gibt's auch nicht. Haben wir Gummibärchen? Können wir klein schneiden in die Pfanne. Die können wir zumindest sortieren nach Farben. Möchtest du die mal auf die Kochplatte legen, was passiert? Lecker, ja. Mm. Ja, alle Mädels wieder raus und natürlich kann man auch dieses gesamte Equipment, was ihr da jetzt seht, wieder ausbauen. Allerdings dauert das doch ein bisschen länger und bedarf etwas stärkerer Menschen, sodass das für reine Wochenendtrips wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist, aber für zwei Wochen Urlaube kann man schon mal ein- und ausbauen. Und so hat man dann halt praktisch entweder einen kompletten Transporter, um Dinge zu transportieren, oder hat halt hier sein Camping-Equipment drin. Das ist eine sehr flexible Sache, um basic campen zu gehen. Ja, und wenn ihr das ein bisschen customizen wollt, dann
könnt ihr hier ein eigenes Bild hochladen und auch vom Design her euch gefällt weiß und hellbraun nicht, dann wählt was anderes. Vielleicht fragt ihr euch noch, was denn sowas kostet. Das Modul One, was wir jetzt gezeigt haben, 11.490, aber es gibt auch Fahrzeuge schon voll ausgebaut. Auch Ford ab 39.900 und VW ein Zehner mehr. So viel also zum modularen Camper-Ausbau. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Ciao zusammen! Sweet look, you gave me a number that night.